Du sagst, wenn ich loslegen kann. Kannst du einmal klatschen? Eins nur für mich. Das war jetzt nicht, wie ich gewollt hätte. Ich klatsche. Ich klatsche schon. Hey Leute, mein Name ist Gerd Schönfelder und ich erzähle euch heute meine Geschichte. Gerd Schönfelder, der beste deutsche Behindertensportler, den es je gab. 16-facher Paralympicsieger und 14-facher Weltmeister. Gerd Schönfelder, der Superstar. Für ihn meine gute Linie. Er ist immer noch der Mann der Winterspiele. Er ist der erfolgreichste paralympische Wintersportler aller Zeiten, Gerd Schönfelder. Ja, so wie ich jetzt vor euch sitze, so war ich nicht schon immer, sprich mit einem Arm. Ich bin ohne Behinderung 1970 geboren, in Bayern aufgewachsen, hatte viele Möglichkeiten, mich draußen zu bewegen, hatte einen riesen Bewegungsdrang, war ein wildes Kind, sage ich jetzt mal. Habe viel Sport gemacht, Fußball gespielt, Fahrrad gefahren und auch schon sehr große Begeisterung am Skifahren gehabt. 1986 habe ich eine Lehre begonnen als Elektroniker und ich war dann 1989 fertig mit dieser Ausbildung. Und dann kam mein Schicksalstag, der 11. September 1989, bei dem ich bei einem Zugunfall den rechten Arm und vier Finger der linken Hand verloren habe. Dazu gibt es aber dann ein extra Video. Ja, der Unfall war natürlich hart zu verarbeiten, aber mit Hilfe von meinen Freunden und von meiner Familie habe ich es geschafft und habe es wirklich geschafft, in die Spur zurückzufinden, wieder nach vorne zu blicken, positiv. Und da hat mir der Sport einfach unwahrscheinlich viel geholfen. Ich habe wieder Fußball gespielt, ich habe das Skifahren wieder begonnen und konnte dann glücklicherweise auch den Kontakt zur behinderten Skinationalmannschaft herstellen. Und das war einfach ein Riesending. Ich wusste sofort vom ersten Tag an, das ist mein Sport und da möchte ich ja Vollgas geben. Ja, und so war ich dann 1992 das erste Mal bei Paralympics dabei in Albertville, 94 in Lillehammer, 98 in Nagano. Werde ich nie vergessen, diese Spiele. Da hatte ich einen Kreuzbandriss im Vorfeld. Eigentlich war schon alles beendet und eine Woche nach dem Kreuzbandriss konnte ich tatsächlich noch starten und habe noch Bronze im Riesenslalom und Gold im Slalom gewonnen. Also außergewöhnlich, werde ich nie vergessen. Dann war 2002 Salt Lake City, danach 2006 die Paralympics in Turin und dann mein Abschluss 2010 in Vancouver. Mein Highlight, muss ich wirklich sagen. Die letzten Paralympics, die sechsten dann. Und das waren dann auch die erfolgreichsten mit 4-mal Gold und 1-mal Silber. Und was natürlich da das absolute Highlight war, ich bin beim letzten Rennen, habe ich Gold gewonnen in der Superkombi und bin zeitgleich Vater geworden von unserem Sohn Leopold. Ja, ich war insgesamt damit 21 Jahre aktiver Skirennfahrer und kann da wirklich auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Man soll sich selbst nicht beweihräuchern, aber mit 22 Medaillen bei Paralympics, das immer noch paralympischer Rekord ist mit 16 goldenen. Das ist wirklich Wahnsinn, hätte ich so mir niemals erträumt. Und dazu kommen noch 14 WM-Titel und 8-mal der Gewinn des Gesamtweltcups. Also einfach eine geniale Zeit. Die sportlichen Erfolge waren das eine, aber auf was ich wirklich stolz bin, ist, was mein Leben, was aus diesem schweren Schicksalsschlag entstanden ist und auch abseits des Sports mit Familie etc. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Ja, meine Frau Christina habe ich 1999 kennengelernt. 2006 haben wir dann geheiratet. 2007 kam unsere Tochter Emilia zur Welt. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, 2010 bei meinem letzten Rennen in Vancouver zeitgleich der Leopold. Familie ist ganz wichtig. Du brauchst immer den Rückhalt im Sport. Und da meine Frau selbst Sportlerin ist, hat sie mir da eigentlich immer den Rücken freigehalten. Das war ganz wichtig, sie hat da wahnsinnig viel Verständnis dafür und das ist einfach, ich sag mal, Grundvoraussetzung, um sich auch voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren zu können. Deswegen ist das einfach Teamwork und das hat super funktioniert. Ja, die Entwicklung der Paralympics konnte ich natürlich sehr, sehr gut mitverfolgen. 2010 waren ja meine letzten Spiele. Bis dahin war das stetig ein Bergauf, es wurde immer professioneller und ich glaube, dass ich mit meinen Erfolgen auch dazu beigetragen habe, über die 21 Jahre, auch mit den Auszeichnungen, die ich dann bekommen habe. Ich wurde von olympischen Athleten zum Champion des Jahres gewählt. Ich bin in die Hall of Fame aufgenommen worden und wurde 2011 Weltbehindertensportler. Und ich denke, solche Erfolge, die braucht es einfach für die Gesellschaft, damit das Ganze vom Stellenwert einfach als Sport gesehen wird, als Leistungssport und nicht so ein Nischendasein hat. Und
deswegen nutze ich ja meine Bekanntheit jetzt, jungen Athleten ähnliche Möglichkeiten zu geben, die ich bekommen habe, aus dem Sport die Kraft rauszuziehen fürs Leben, da einfach zu unterstützen, zu entwickeln, ihnen ja, Kraft zu geben. Und das ist, habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht und bin jetzt Trainer im Paralympischen Skiteam. Ja, jetzt ist meine tägliche Arbeit wirklich das Training mit jungen Kindern, Jugendlichen. Ich möchte sie heranführen an die Nationalmannschaft. Ich möchte ihnen aus meiner Erfahrung heraus Tipps und Tricks zeigen, wie es geht, wie es funktionieren kann und einfach motivieren, dass sie weitermachen, dass sie viel für ihr Leben gewinnen. Und das ist so meine tägliche Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, YouTube ist eine Riesenchance, um da eine große Reichweite zu generieren, viele Kinder zu erreichen, viele Jugendliche zu erreichen und ja, einfach zu zeigen, was alles möglich ist. Und ich war bei einem großen YouTube-Projekt dabei. Was das war, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Ihr werdet das erfahren. Und da wurde ich einfach angesprochen, hey Gerd, du musst deine Geschichte erzählen, das ist Wahnsinn, du kannst viele motivieren. Und das versuche ich, ich hoffe es. Und deswegen klickt an, kostenloses Abo, seid dabei und ihr werdet einiges erfahren. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Paralympics, zu meinem Leben, zu meinen persönlichen Erfahrungen, schreibt es unten in die Kommentare. Ihr bekommt alle eine Antwort und bleibt mir treu, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald. Ciao.